Willkommen zur Lokführerschulung. Hier werden Sie durch den Betrieb einer BR-143 Elektrolokomotive in verkehrsroter DB-Lackierung geführt. In dieser kurzen Einführung werden wir über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Wir werden die Lokomotive erst einschalten müssen. Gehen Sie dazu zum Schaltschrank. Um das Führerpult zu aktivieren, diese Lokomotive nutzt einen Stromabnehmer, um... Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Die Spitzensignale. Aktivieren. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, die Türen zu entriegeln. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Die Bremsen des Zuges müssen gelöst werden, bevor wir... Der Zugkraft-Bremskraftwähler bestimmt. Der Geschwindigkeitswähler erlaubt es dem Lokführer, die Geschwindigkeit der Lokomotive einzustellen. Sobald die gewünschte
Sie nähern sich nun Ihrem ersten Halt. Verringern Sie die gewählte Geschwindigkeit, um zu bremsen. Nutzen Sie die Zugbremse, falls Sie zusätzliche Bremskraft benötigen. Fahren Sie dieses Mal ohne Führung zum nächsten Bahnhof. Sehen wir mal, wie Sie zurechtkommen. Ein Test der Notbremse wird während Ihrer Fahrt durchgeführt.
Wir werden nun die Notbremse testen und die wichtigen Schritte durchgehen, die zur Weiterfahrt des Zuges erforderlich sind. Stellen Sie zunächst die Zugbremse auf Notbremse. Als nächstes müssen Sie den Geschwindigkeitsregler auf. Die Bremsen sind noch angelegt und müssen gelöst werden. Stellen Sie abschließend den Geschwindigkeitswähler auf die angezeigte Geschwindigkeit, um den Zug wieder. Gut gemacht. Wir können nun unsere Fahrt fortsetzen. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieser Lokomotive durchgegangen. Willkommen bei dieser Elektrolokomotive DB-BR-143 in der roten Lackierung DB-Verkehr. Bei dieser kurzen Einführung werden Sie die Start-Stopp-Prozedur lernen. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Die Batterie wird das Steuerpult mit Strom versorgen und es Ihnen ermöglichen, mit ihm zu interagieren. Diese Lokomotive erhält ihren Strom über die Oberleitung und
Sie werden viel Zeit auf dem Fahrersitz verbringen. Um die Lokomotive ins Rollen zu bringen, bewegen Sie den Haupt. Spitzensignale sind wichtig, um andere in der Umgebung wissen zu lassen, dass eine Lokomotive einsatzbereit ist. Jetzt müssen wir einen Moment warten, bis sich das Bremssystem vollständig aufgeladen hat. Das wird ungefähr 1 oder 2 Minuten dauern. Die Lokomotive wird nun mit Strom versorgt. Die Zugbremse wird für normale Fahrten genutzt. Wenn der Zug für eine längere Zeit steht oder wenn Sie den Führerstand verlassen, wird die Handbremse eingestellt. Sie müssen sich versichern, dass sie gelöst ist, wenn Sie losfahren wollen. Der Schalter für die Zugkraft legt fest, wie viel Zugkraft für den Zug verwendet wird. Die AFB erlaubt es dem Lokführer, die Geschwindigkeit der Lokomotive einzustellen. Sobald die gewünschte Geschwindigkeit Um den Zug auf das Anhalten vorzubereiten, sollte zuerst die AFB ausgeschaltet sein. Die Größe und das Gewicht des Zuges spielen eine große Rolle beim Einschätzen, wie viel Bremskraft nötig ist, um ihn zu einem sicheren Halt zu bringen. Gute Arbeit. Damit sind die Grundlagen alle abgedeckt. In dem zusätzlichen Handbuch können Sie noch mehr über die Details dieser Lokomotive lesen. Thank you.